Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Leider habe ich immer noch nicht gecheckt, dass mein Mikrofon nicht angeschlossen ist, dass irgendein Kabel ab ist oder der Akku leer. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was los war. Links konnte man Kupacker sehen, den ich nach Hanau fahren sollte. Bin ich extra nochmal runtergefahren, das hat sich dann aber auch erledigt, weil der Bagger lief nicht. Die Batterien waren aufgeladen, der Bagger ist nicht angelaufen. Hat irgendeinen Fehler geschrieben und das hat sich dann da auch erledigt gehabt. Also bin ich wieder zurück ans Torhaus 10. Dort stand das Band und das Band bin ich dann geladen für nach Sembach hoch. Hallo, Donnerstagmorgen, hey, wieso stehe ich so schief? Was ist mit meinem Ständer schon wieder los? Gerade am Umsatteln, hängen mal wieder der Vierachse drauf. Fahre ich nach Rockenhausen runter und lade einen unserer Brecher. Fahre den raus nach Mannheim. Die Spinelli. Spinelli. Ja. Das ist der Plan erstmal. Ich denke, da bin ich auch bis gut 10 Uhr beschäftigt damit. Also fahr doch einfach. Das ist. Bleibt einfach stehen, als wie wenn einer Kupplung tritt und du gibst Gas. Drehzahl geht hoch und er fährt nicht mehr. So früh am Morgen. Auch können ein bisschen filmen die ganze Zeit, ne? Wenn ich schon nur sinnlos hier rumsitze. Ja, es ist schon 20 nach 10. Bin noch nicht da. Achso, wir haben noch 1000 Meter. Ja, ist ja gut. War ein Schild zu früh. Erstmal der Brecher zusammengebaut war er. Aber halt noch geholfen sauber machen. Haben wir richtig sauber gemacht dann. Viele Sachen rausgeschmissen, die einfach sinnlos da drin liegen. Ja, das ist. Ich weiß nicht, warum man das alles aufhebt. Keine Ahnung. Überhaupt nicht geklappt. Ja, ich weiß gar nicht warum. Es
Erst ging es gar nicht. Dann ging es zu weit. Da habe ich 1,50 Meter oder so, war ich dann auf einmal draußen. Wollte ich wieder reinschieben. Das ging dann auch nicht. Ja, dann habe ich wieder alles. Fahrbereit gemacht quasi, bin dann ein paar Meter vor aufs von mir aus optisch gesehen geradere Stück. Und da ging es dann endlich, oder ja, ging dann halbwegs gut. Ja. Unsere neue. Sorry, muss mal aufmachen. Ja, jetzt schallt doch während dem. Also, es ist Katastrophe, echt Katastrophe. Katastrophe, wirklich. Ein Gang runter gehauen, einfach mitten drin im Fahren. Die Bäume gesetzt hier, ja, scheint so. So, als werden die Bäume hier gesetzt. Backerspuren. So, hier komme ich schon mal nicht rein. Ich denke gar nicht, dass der Bagger da hin soll. Gehe mal aus davon, dass ich später auch noch einen Bagger bringe. Vielleicht bringt auch der Kollege einen Bagger. Bodenplatte bleibt drin, ja. Nur von mir aus. Ich fahre den einfach da rein. Da rein und dann können sie auch was machen. Ja, scheint, das bleibt die Bodenplatte drin. Wenn ich jetzt mit Bagger hier mit dem Brecher hier drauf fahre, dann ist Kopfsteinpflaster ist mehr als in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Nach Landstuhl zurück. Ist hier drin Staub, das ist Wahnsinn. Zurück nach Landstuhl. Quasi da die Straße, wo die Lipa ist, da steht der 936. Hab aber schon gesagt bekommen, der wird nicht sauber sein. Ja gut, wenn ich das weiß, dann ist das weniger ein Problem.
kann ich mich drauf einstellen. So, gucken, dass hier nichts liegt. Den lade ich. Bin am Überlegen, ob ich Tieflade noch tauschen soll, aber ich hoffe, dass ich mit dem reinkomme. Ich hier durch, weil ich vorne nicht rauskomme. Ja. Das ist das Eichenbalken sind, ne? Das müssten doch Eichenbalken sein, oder? So, Tiergreifer haben wir da, Backe haben wir da. Ich glaube, ich werde am Samstag mal herfahren. Nee, war Spaß. Würde ich nicht machen. Raus. Ich gucke, normal müsste es reichen, dass ich rückwärts in die Baustelle reinkomme. Fahre erst wieder an der Baustelle vorbei, drehe. Fahre dann über die rechte Außen. Ach nee, oder? Ah ne, das war nur ein... Okay. Alles gut. Das war nur ein zum Kette einhängen. Der Piepglocke des Schwertransports. Ich weiß es nicht mehr. Eine Öse. Du ne Keil her. Eine zur Öse. Flaggung hat er aus, gut. Ja, die beiden Häuser, die kommen auch noch weg. Das Tor aufgemacht, falls dahinter drehen. Hoffe, dass ich da reinkomme. Hoffe, dass ich hier reinkomme, rückwärts. Mit der rechten Außenspiegel. Gucken wir mal, vorne drehe ich jetzt. Zusammengerissen. Dass ich da reinkomme. Mit dem Dreiachser geht's. Vierachser ist immer so eine Sache. Ich glaube, das war's. Aber ich glaube, das letzte Mal bin ich, glaube ich,
dieser Richtung her gekommen und bin so rum rückwärts rein. Das war hier im gelben Fahrstand rum. Das war bescheiden, glaube ich. Und hier nur steht der Bagger. Der Bagger ist nicht sauber, aber wie gesagt, das habe ich. Oder es sieht so aus, als wäre ja, er hängt voll bis hoch. Naja, ist halt so. Sorry, muss man mal. Es wird richtig bescheiden jetzt hier, glaube ich. Oh, der Bauzaun ist eh schon im Arsch. Also wenn ich den jetzt noch ein bisschen mehr drücke und dann. War das Zaun oder war das mein Luftkessel, ne? Schon verloren. War nur noch aufpassen. Ja, war gar nicht so schlimm. Und ich habe keinen Bauzaun berührt. Hoffe ich doch. Ne, steht noch alles. Oh. War noch nicht einmal ein Dreck drin dahinter, ne? Wieder umsonst gejammert, umsonst geweint. Ei. Ich kann ja mit dem Bagger hier vorbeikommen, ne? Wenn ich so weit zurückkomme, dass ich mit dem Bagger vorbeifahren kann. So weit zurück. Ha? Ich jetzt abhänge. Aua. Ei. Karamba. Schlimm. Ach, jetzt reicht. Wenn ich jetzt abhänge so und dann passt es. Ich kann hier drauf fahren, kann man ordentlich fetzen, dass der Dreck aus der Kette fliegt. Das mache ich auch. So, ja.
Oh, wieder scheiße gefilmt. Ja, ist nicht sauber, ist eigentlich gelogen, ne? So noch gar nicht gesehen vorhin. Also nicht sauber ist echt gelogen. Steht mir noch aus Dreck.
2 Stunden 25 Minuten. Springt natürlich nach 30 Minuten, springt das Ding um auf Pause. Also kannst du fast 3 Stunden rechnen. Ich habe noch nicht zusammengehängt. Ja. Das war Qual. Das war eine Qual. Hier komm, fahr. Einfach hier geh auf der rum zu Dopse. Fahr! Den Zaun lasse ich auf. Dass hier ein Zaun dran ist. Das ist für den Allerwertesten. Backe soll ich mal mit nach Hause bringen. Weiß nicht, ob der morgen weitergeht. Freitag, ich habe auch immer noch keine Info, ob der Cut, der gefahren werden sollte von Völklingen, ob der mittlerweile fahrbereit ist. Kein Plan. It's Friday! So, moin! Freitag! Ich hab umgesattelt, hab auch den 936, der steht noch auf dem Tieflader. Wie gesagt, hab jetzt meine Dreieckser wieder drauf, Maut, hab ich umgestellt, gut. Jetzt ist er drin, jetzt fahr ich schnell tanken. Habe ich eine kleinere Sahnetour, geht
von Landstuhl nach Kelsterbach in die Nähe, von Frankfurt. Lade ich dann wieder in zwei Wegebacke. Mit dem Rail. Ich weiß nicht, was noch dabei ist, ob noch was dabei ist, aber ich muss erst ein paar Tropfen tanken gehen. Das mache ich schnell und dann, wie gesagt, geht's nach Landstuhl. Muss bis 13 Uhr in Kelsterbach sein, also wenn alles normal läuft, bin ich 11 Uhr, 11.30 Uhr spätestens da. Schauen wir mal. So. 8.30 Uhr würde ich eigentlich weg sein. Ne? Karte ist gleich voll. Oh weh. Haben wir 8.35 Uhr, 8 Uhr wollte ich weg sein. So, haben wir 8.35 Uhr, alle. Da ist ein Löffel dran. Und mit Löffel dran kann ich den Arm nicht ablegen. Ich könnte den Arm strecken, ja, das wäre vielleicht machbar gewesen. Kann auch nicht auf den Hals legen, weil ich eine Palette Zubehör dabei habe. Ah ja. Jetzt haben wir Ewigkeiten gebraucht, bis der Schnellwechsel oben war. Der Radlader ist auch fertig, den kann ich vielleicht auch holen später. Ich weiß, was ich nicht gemacht habe. Ihr könnt euch denken, oder? Alter. So geht's los. Alles gut sein. Katastrophe. Ja, so geht's. Ne? Schnell, schnell. Hoppla, die Hupp. Dann bleibe ich hier wieder hängen. War Gott sei Dank nur ein Radlader, Löffel neben an der Seite. Ja, also nichts. Also keiner, der fest am Radlader war, sondern der halt lose da lag, liegt, immer noch liegt, wieder liegt. Schlimm wäre es gewesen, wenn ich den Bagger, wenn ich Magger an den Bagger gemacht hätte, an der neue. Oh oh. So, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich weiß nur, dass ich eine halbe Stunde hinter meinem Zeitplan zurückhänge. Das ist Fakt.
müsste es sein, irgendwo. In der Nähe. Ich fahre jetzt hier raus. Die nächste Ausfahrt und dann mal gucken. War dann ohne eine Kreuzung, biege ich links ab. Wo? Ah, wir werden es finden. Adresse habe ich ja hier stehen. Fahre ich vor, da muss ein Kreisel kommen. In dem Kreisel biege ich dann quasi links ab und ja, da muss das dann sein, gleich irgendwo. Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt weiter. Ne? Ich habe heute Morgen zu Hause bei mir in der Halle habe ich mal kurz geguckt. Straße, so. Doch, da kommt jetzt hier vorne, kommt ein Kreisel. Ich vermute, ich muss auf die linke Spur. Also, die Flade hängt wieder. Ich muss auf die linke Spur, ne? Ja. Weil ich will da rein. Und da muss es dann hier vorne gleich, also rein und das erste oder zweite Gebäude auf der rechten Seite muss es dann sein. Müsste es sein. So, hier kommt keine. Ah ja, ja, ich sehe schon das Firmenschild. Sieht auch die Einfahrt, ja. Oder gehört die zum nächsten? Das muss die sein hier, oder? Wieder Großbau, ja. Hier sehe ich sonst keine, ne? Bleib hier einfach mal kurz stehen und geh mal reingucken. Das scheint hier nur eine PKW-Einfahrt zu sein. Da vorne kein Kreisel, könnte ich auch drehen. Eieieiei. Ah ne, doch, ich hätte müssen. Das ist Ausfahrt, okay. Komme ich von da hinten? Scheiße gebaut. Wieder Scheiße gebaut. Und jetzt kommt natürlich alles, was Rang und Namen hat, kommt natürlich dahin angerollt. Ja, ich weiß. So, da drehe ich jetzt einfach nochmal und fahre dann nochmal durch die Kreisel. Ja, das werde ich wohl so machen. Fahre hier eine Runde durch die Kreisel. Und wenn ich von hier links rüber komme, fahre ich von da rein. Und wenn nicht, fahre ich vorne nochmal durch die Kreisel. Ja, Profi halt. Absoluter Profi halt. Aber ich
ehrlich gesagt nicht gedacht, dass hier die Einfahrt ist. Die sieht mir recht schmal aus, weil da halt auch jede Menge PKW-Parkplätze hier sind. Reicht mir das von da weit? Nee, ne? Oder reicht mir das doch von da rein? Das reicht mir von da rein, ne? Dann fahre ich auch da rein. Jetzt einfach nur zur Halde kurz und lange. Und dann wäre doch alles gut, oder? So. Ja, da hinten käme ich durch, ne? Wieder zurück nach Landstuhl. Und hol den 566, der geht dann nach Hause. Ja, ich komme hier leider nicht rum, da ist zu viel, stehen zu viele Sachen und ganz jetzt von mir aus gesehen liegen sie im Eck. Steht da noch ein Hänger. Ja, das ist. Thomas, 11, ja. Wieder zurückballern und dann schätze mal, es wird 13 Uhr, kurz vor 13 Uhr werden laden. Unser Radlader geht nach Hause. Nächste Woche bräuchten wir jede Menge Radlader. So. Also fahren wir nach Heim. Alles gut.
Oh, leer. Eine bestehende Bagge hinter der Walze. Ah, so, wenn die Kamera ein bisschen platzieren. Platzieren! Ich bin ein Platzido. Sorry. Ja, ich werde jetzt nach Hause rollen. 20 vor 5. Ich habe auch keine Lust mehr heute. Ich weiß ja nicht. Ich müsste mal wieder das Fahrzeug waschen. Ja, ich müsste innen drin müsste ich mehr als nur ein bisschen sauber machen. Alles voll zugestaubt und ach, weiß der Geier was noch. Was ich machen müsste, ja. Ich weiß immer, ob ich morgen nicht habe. Nicht wirklich Drang danach. Es ist einfacher, wenn ich dann so lange warte, bis ich es machen muss. Bis das Fahrzeug weggeht quasi. Aua, was war das? Oh ja. Machen wir Schluss für diese Folge. Wie gesagt, ich habe heute eh nichts mehr. Mache heute nichts mehr. Nur nach Hause, das Auto in die Halle und dann ist Feierabend. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Ich würde gerne eben beim Abladen hätte ich die Kamera gerne noch mal hinstellen. Ne? Naja. Ja. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn.